Und da sind wir auch schon wieder zurück in Folge 34. Und es gilt, nicht Platz 4, nicht Platz 3 einzufahren, sondern Platz 1 bestenfalls. Eine bessere Einleitung zu dieser Folge ist mir gerade nicht eingefallen, entschuldigt bitte. Genau, 30 Credits haben wir jetzt gesammelt. Jetzt kommen wieder ein paar hinzu. Oh, und wie gesagt, 8 Punkte Rückstand. Auf Jack Benton sind sogar 4. Sehr ärgerlich. Wieder bloß zwei Runden, aber auf einer ziemlich langen Runde. Mal gucken, vielleicht kann ich in der ersten Runde noch Martinez ordentlich ärgern. Dazu müsstet ihr aber erstmal vor mich kommen. Ups. Na, da ist er schon. Ray Carter, geh mal aus dem Weg. Na, so war das nix. Ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So ein kleiner Rempler. Noch das Schild mitnehmen. Bringt alles wertvolle Tropfen Nitro. Darf ich hier mitmischen? Ich nehme das mal als Einladung an. Okay. Ich hab's schon wieder kommen sehen, aber viel zu spät. Sag mal, was ist denn jetzt los? Bleib ich an jeder Ecke hängen? Martinez ist schon wieder vor mir. Die wollen da bestimmt wieder die ganzen Möbelhäuser da vorne mitnehmen, die ganzen Schaufenster. Ehe ich da bin, ist nur noch Schutt und Asche übrig. Ja, genau. Oh. Nächste Runde fahre ich da nicht rein. Das ist Ray Carter. Leider zu sehr abseits, als dass ich ihn mitnehmen könnte. Aber den Pfosten, dafür ist immer Zeit. Hier nochmal ein paar Türen, Fenster und Scheiben. Sally Taylor ist schon fast hin, aber das bringt mir gar nicht so viel. Weg da, ich muss nach vorne. Letzte Runde schon wieder. Und Jack Benton ist auch vor mir. Ich muss ja mindestens 4 Punkte vor dem ins Ziel kommen, damit ich noch Platz 2 bekomme in der Gesamtwertung. Jetzt meine Chance, Martinez zu ärgern. Das war schon ordentlich. Aber mehr kann ich mich um sie jetzt auch nicht kümmern. Denn ich muss nach vorne. In der Hoffnung, dass Walker zwischen Benton und mir landet. Wenn ich überhaupt auf Platz 1 komme. Ich kann ja hoffen, dass die anderen hinten Martinez noch ein bisschen zusetzen. Wenn ich jetzt mich nach hinten fallen lasse, dann habe ich gar keine Chance mehr auf Platz 1 zu fahren. Das ist so schon verdammt schwierig. So, Jason Walker ist schon um die Kurve fast rum. Ich komme hier nicht raus. Ah, da ist schon Martinez auf Platz 4. Ey! Ah, ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Da ist Walker. Den gebe ich mal nicht zu viel mit, denn der soll zwischen Benton und mir landen. Martinez ist wieder ganz vorne dabei. Na, da werde ich mir aber Platz 2 sichern. Müssen, wollen und können. Ja, Jack Benton auf der dritten Position wieder, ja. Gucken, wie es ausgeht. Ich bin erstmal auf Platz 1. Immerhin noch ein halbwegs versöhnlicher Abschluss. Und Benton auf Platz 3, das sollte mir Platz 2 in der Gesamtwertung sichern. Und genau so ist es. Punktgleich. Eigentlich sollten wir beide auf Platz 2 sein, denn wir haben gleich viele Sieger, zweite und dritte Plätze. Naja, ärgerlich für Benton, nicht für mich, im Gegenteil. Und Dart freigeschaltet. Cool. Ich gehe nochmal Curling an, jetzt wo ich es gerade so sehe. So viele zweite Plätze sehen gar nicht gut aus in der Rangliste dort. In der Übersicht keine Rangliste. Ich hab's aber auch in letzter Zeit mit der Rangliste. Rangliste, Rangliste, Rangliste. So.
Na, habe ich noch einen Punkt herausgemogelt. Von 92 mit einem Sprung auf 93. Ist doch mal ein guter Beginn. Darauf kann man aufbauen. Auch guter Flug. Jetzt nicht zu weit fliegen. Ja, das sieht schon mal gut aus. 7 Punkte Vorsprung. Jetzt kommt die Erfolgsserie hoffentlich zurück. Mittig vor den beiden platzieren. Mitgefühl. Und rein da. Oh nein! Oh, 96 wieder. Aber ich habe den so weit weggestoßen, den anderen Stein. Huh, das kostet mich nicht Platz 1. Glück gehabt. Hätte ich nie gedacht, dass so ein kleiner Stupser den Stein sowas von rechts haut. Aber naja, gewonnen und auf zum nächsten Event. Dart. Da gilt es jetzt nicht immer ins Bullseye zu schießen, sondern immer auf den Vorgaben oben links zu achten. So nah wie möglich in die Mitte. In die neuen rein. Okay, sollte ich hinkriegen. Ist das helle Stück da? Ist nie wahr, oder? Mist, ich habe glaube ich zu viele anvisiert. Beziehungsweise getroffen. Ach. Komm, flieg noch runter. Schade. Na, jetzt aber. Komm. So. Ich glaube, ich denke zumindest, man kann den noch steuern, wenn man im Menü ist. Ah, die 17 sollte sehr einfach sein. Äußerer Rahmen, 17 unten. Brauche ich eigentlich gar nicht viel an Höhe. Ab ins Grüne. Gut. 50 Punkte eingeräumt. Mal gucken, ob ich noch Platz 1 schaffen kann. Ich denke mal, es wird ziemlich schwierig. Jetzt die 14. 1 über 9 Uhr. Na? Wow! Das war eng. Aber das Wägelchen steht hier auch rum. Macht sich mit der Matratze bekannt. Die 15. Auf 4:30 steht das Ding. Ach Mist, zu früh. Und zu hoch. Okay. Hat trotzdem voll gezählt. Ich wollte euch erklären, wie ich das gerade immer meine mit 9 Uhr und wie alles. Einfach die Uhr angesehen. Ganz links ist 9 Uhr, ganz rechts 3 Uhr. Habt ihr mit Sicherheit schon längst geschnallt, was ich meine. Ich erkläre es bloß zu weit und zu breit. So, jetzt die 8, 1 unter 9 Uhr. Okay. Ich hätte gedacht, der Zeiger geht dann wieder hoch, aber man hat bloß den einen Versuch. Okay, dann starte ich die Runde gleich nochmal von vorne. Denn das war ja gar nichts. So, jetzt mehr Konzentration und dann klappt das auch. Die 16. Okay, habe ich geschafft. Wobei ich wieder ganz schön viel abgeräumt habe. Runter mit dir. Batz. Platz 1 habe ich inne. So, jetzt die 17. Kurz vor 6 Uhr. Nein! Ach Mensch! Verdammt nochmal. Das hätte 50 Punkte gebracht. Ach. Weiß auch nicht, was heute irgendwie los ist. Wieder die 17.
Allerdings weiter innen. Gut, hier habe ich. Runter hier. Spielerei mit dem Dummy. Ich denke mal, Platz 1 wird auch sehr schwierig, aber ich probiere es weiterhin. Oh, jetzt mal ziemlich weit oben auf der 5. Kurz vor 12 Uhr. Ah, zu flach. Aber getroffen. 75 Punkte und die hinteren Matten erwischt. Fast noch auf dem Kreuz gelandet. 20 Punkte Abstand. Okay. Jetzt die 16. Sehe nix. Manchmal ist der Dummy auch im Weg, da kann man nicht richtig anvisieren. Aber das hat geklappt. Au. Im Flug noch mit dem Arm dort an der Kante hängen geblieben. Platz 1. Die Aufholjagd hat Früchte getragen. Und jetzt voll in die Mitte, voll ins Bullseye. Am besten mit dem Kopf voran, dass ich nicht irgendwie den äußeren Ring zuerst erwische. Mist, der fliegt scheiße. Inneres. Okay. Komm runter hier. Jetzt fliegt er. Und Platz 1. Hat alles geklappt. Nochmal gut gegangen. Und wir können zum nächsten Rennen gehen. Na, wer hat die 96 entdeckt? Wer noch mit 2 Nullen dran? Das soll so ein bisschen ein Running Gag werden oder ein wiederkehrendes Element. Wer die 96 wann auch immer findet, haut es am besten in die Kommentare, denn 96, das ist einfach Programm. Der Kanal heißt nicht umsonst so. Dann sollte man die Zahl auch nutzen. 10.000 Tacken gibt es hier für den ersten Platz. Und 4 Runden. Mehr als 2. So. Nehme ich hier doch gleich mal was mit. Auch wenn mich da ein paar überholen sollten. Mal kurz auf 2 Rädern gefahren. Rausgecrashed. Mal wieder Katie Jackson. Und in dieser Brücke oder einfach, ja genau, in dieser Brücke bleiben sie gerne mal hängen und wenn man da voll drauf hält, kann man ordentlich was abräumen. Ups. So, jetzt versuche ich meine altbewährte Taktik. Hier links vorbei und hier zwischen Schanze und Scheune. Position 3? Echt? So weit hinten? Kommt jetzt recht überraschend. Wer guckt denn da vorne rum? Jetzt kann ich mal auf der Gerade gucken. Ach. Ich hätte doch nicht gucken sollen. Lasst euch das eine Lehre sein, während des Autofahrens immer auf die Strecke oder auf die Straße schauen. Mein Dach sieht aber auch aus. Vor allem von rechts. Herrlich, was dieses Schadensmodell, diese Schadensphysik anrichten kann. Auch wenn sie gewissermaßen beschränkt ist, so dass nicht das komplette Auto kaputt gehen kann, sondern bloß das Chassis, also das Fahrzeuggestell. Aber das macht schon was her. Bei Next Car Game kann man ja sein ganzes Auto wirklich in Schutt und Asche zerlegen. Komplett zerstören. Manchmal wahnwitzigerweise fährt das Ding dann auch noch. Auch ein bisschen unrealistisch. Vielleicht fixen die das noch. Ist ja allerdings auch noch eine Alpha- oder Pre-Alpha-Version. Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall Early Access auf Steam. Next Car Game. Malkov ist Schrott.
Und wieder jemand hängen geblieben und Katie Jackson habe ich dadurch geschrottet. Martin ist es auch fast hin. Oh, das Dach vorne rechts. Mann, Mann, Mann. Taylor und Benton machen sich davon entbunden, so wie es mir scheint. Jetzt gucke ich nochmal. Ja. Diesmal bin ich unbeschadet durch meine Linsen über die Strecke gekommen. Dann fahre ich jetzt nur nach vorne. Vielleicht kann ich noch einen Platz abgreifen. Oh Mann. Da habe ich die Arschbacken zusammengekniffen, dass ich da dran vorbeikomme. Zwei, dreimal. Ah, das ist schon mal Jason Walker. Immer noch Platz 3. Stimmt, Benton war ja vorne. Ah, Jason Walker wird überrundet. Wurde überrundet. Genau. Da ist er wieder. Das ist ja auch schon fast hinüber. Ah, ich musste mal drauf verzichten. Martinez ist direkt im Nacken und ich bin bloß auf Platz 3. Nicht, dass es wieder wie im letzten Cup endet. Obwohl 2000 Credits hätte es für das Schrotten gegeben. Martinez hat sich selbst geschrottet. So gehört sich das doch. Habe ich mir die Sorgen umsonst gemacht, hätte ich Jason Walker doch mitnehmen können. Naja, was soll's. Der Heckspoiler ist noch gerade. Und das war's erstmal wieder für die Folge. Wir sehen uns zur nächsten. Bis dahin. Keep racing.